Wir müssen nicht nur an den Gegner richten, wir müssen unser Spiel auch durchziehen. Wir haben auch sehr, sehr gute Fußballer. Eins kann ich euch sagen, Jürgen wird nie ganz gehen. Zu einer neuen Folge im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed vor unserem Auswärtsspiel in Leipzig. Eintracht Frankfurt trauert um Jürgen Grabowski. Voller Dankbarkeit und Respekt verneigen wir uns vor einem der ganz Großen. Sie spielen, um zu siegen. Immer. Doch dieser Sieg über Bochum war ein besonderer. Er war für Grabi. Jürgen Grabowski, Legende, Kollege, Freund, verstarb am 10. März im Alter von 77 Jahren. Eintracht Frankfurt und ganz Fußball Deutschland trauern um den wohl erfolgreichsten Spieler im Eintracht-Trikot. Vor dem Heimspiel gegen Bochum sprach Präsident Peter Fischer zu tausenden trauernden Fans. An seiner Seite Helga Grabowski und Karl-Heinz Körbel. Wir wollen genau dort Abschied sagen, wo wir die Momente genossen haben. Jeder von uns, jeder über Generationen hinweg, hat Bilder im Kopf. Ob es die Dribblings sind, die Tore, ob es die Weltmeisterschaft ist oder in unserem Verein. Eins kann ich euch sagen, Jürgen wird nie ganz gehen. 555 Spiele für die Eintracht. Zweimaliger DFB-Pokalsieger, Europameister, Weltmeister, UEFA-Cup-Sieger. Grabis fußballerische Kreativität und Geradlinigkeit beeindruckten Generationen und machten ihn zu einem prägenden Vorbild. Bereits zu Lebzeiten war das sportliche Vermächtnis von Jürgen Grabowski identitätsstiftend. Grabi verkörperte wie kein Zweiter das Selbstverständnis von Eintracht Frankfurt. Helden leben lange und Legenden sterben nie. Unser Mitgefühl gilt vor allem der Familie von Jürgen Grabowski. Danke für alles, Grabi. In dieser Woche geht es bei uns Schlag auf Schlag weiter. Europa League und am Wochenende, am Sonntag, dann das Auswärtsspiel bei Leipzig. Wir werden auf alte Weggefährten stoßen und blicken mal auf unsere Fakten. Dominik Tedesco, Trainer von Leipzig, ist seit 9.12.2021 im Amt und der Nachfolger von Jesse Marsch. Er hat bislang in 12 Bundesligaspielen 8 Siege und 2 Remis rausgeholt und lediglich 2 Niederlagen kassiert. Damit hat er bislang 26 Punkte für die Leipziger einfahren können. Das sind also im Schnitt genau 2,17 Punkte pro Spiel. Zuletzt übernahm er Leipzig auf Tabellenplatz 11. Aktuell stehen die Sachsen auf Platz 4. Also ein Erfolg, an dem der Trainer nicht gerade unbeteiligt ist. Einer, der auch nicht gerade unbeteiligt am guten Lauf der Leipziger ist, ist dieser junge Mann hier, André Silva. Er erzielte in seinen letzten 12 Bundesligaspielen unter Domenico Tedesco 7 Tore. Und er brach damals in seiner Zeit bei uns hier bei Eintracht Frankfurt auch den Vereinsrekord von Bernd Hölzenbein mit 28 Bundesligatoren in einer Saison. Im letzten Spiel gegen Fürth schoss er seinen 50. Bundesligatreffer. Und ein kurioser Fakt dazu ist, dass alle diese 50 Treffer im Strafraum entstanden sind. Wir haben mal mit unserem Defensivmann und dem Torschützen des Hinspiels, unserem Brasilianer Tuta, über die Personalie André Silva gesprochen. Mátalo. No, una brincadeira que tenemos aquí interna y que siempre gritamos así, mátalo y bueno, no literalmente, claro, pero essa é a mentalidade, devemos ir. E claro, o André é um companheiro que tivemos aqui, pero a mentalidade é que estamos indo a Leipzig para ganhar a partida, para jogar o máximo que podemos. E bueno, se ele estiver no caminho, devemos passar por cima e bueno, focar em na vitória.
Die Freundschaft der beiden ehemaligen Mannschaftskollegen muss jetzt am Sonntag erstmal ruhen. Dafür werden wir jetzt gemeinsam mit unserem Experten Erwin Skehler die Stärken und Schwächen der Leipziger analysieren. Hallo Erwin. Hallo Alina. Ich habe es gerade angesprochen, Stärken und Schwächen der Leipziger. Wenn man jetzt auf die Ergebnisse der Leipziger zuletzt blickt, so viele Schwächen haben die ja eigentlich gerade nicht, oder? Ja, ist richtig. Unter dem neuen Trainer Tedesco, man sieht, die Mannschaft ist sehr stabil. Die kriegen wenig Tore. Das ist der Leipziger Style immer noch da, aber ich finde so, unter Tedesco hat er ein bisschen eine ganz andere Mischung. Das ist eine sehr gute Mischung, dass die dann einfach mit den schnellen Leuten, was die dann in den Kader ist, weil er den Kader auch so übernommen, auch mit dem schnellen vorne, die sehr, sehr gefährlich sind, aber der hat auch seine Anschrift da drauf, dass man auch, man kennt den Tedesco, der sehr, sehr gut strukturiert ist, der sehr gegen den Ball sehr gut arbeitet, aber auch nicht nur jetzt Pressing, was Leipzig immer unter Nagelsmann oder unter anderen Trainer gemacht haben, sondern er hat eine gute Mischung durch Gegenpressing, aber auch mal, die lassen sich mal ein bisschen flacher, die kommen ein bisschen zurück und dann lassen den Gegner ein bisschen spielen. Das war auch gegen Greuther Fürth, wo eigentlich der Tabellenletzten, damit die so ein bisschen den Gegner auslocken, damit der Gegner ein bisschen rauskommt, damit die dann diesen Platz haben, was die auch benötigen. Die Stärke der beiden Teams sind auf jeden Fall die verschiedenen Torschützen, die sie haben. 15 an der Zahl. Beide damit auf Platz 4 in der Bundesliga und zuletzt bei Leipzig gegen Fürth waren es auch wieder 6 verschiedene Torschützen. Lass uns da mal einen kurzen Blick drauf werfen. Und auch nicht nur verschiedene Torschützen, sondern auch verschieden, wie die auch zustande gekommen sind. Jetzt Beispiel, jetzt der zweite ist so ein Standard, so eine Variante, wo die 2-1 hier spielen und dann führt er, denkt, der Ball wird reingespielt, aber in den Rückraum ist der Forsberg, der, wir kennen das schon, dass er links wie rechts auch in der zweiten Reihe sehr, sehr gut schießen kann. Auch wenn es jetzt hier ein bisschen Torwartfehler noch dazu mit dazu kommt. Aber da sieht man schon, dass die sehr variabel sind. Das 3-1 auch so eine Umschaltspiel, wo die Leipziger bekannt sind für ihre schnellen Leute. Man sieht schon mit 4, 5 Leuten, die ganz vorne stehen und dann auch natürlich sehr, sehr gut kontern. Und der das übrigens das Tor macht, das ist auch ein defensiver Mittelfeldspieler und ja, das Leimer. Ist das, ja. Leipzig. Dann Erwin, lass uns mal an die Taktiktafel gehen. Unter Tedesco spielen die Leipziger aggressiv, sind konsequent und gut am Ball. Er spielt meistens in einer 3-4-1-2-Formation. Jetzt mal ganz zu Anfang bereits die Frage, wie kann unsere Defensive denn dagegen halten? Ja, Alina, du hast richtig gesagt, unter Tedesco spielen die ein bisschen aggressiver, aber trotz allem nicht diese ganz hundertprozentige Leipziger-Style, dass die immer wieder so Gegenpressing hatten, immer früher. Heutzutage mit unter Tedesco, die haben eine gute Balance, die haben eine sehr gute Offensive, schnelle Leute da vorne. Natürlich, wir kennen uns auch unsere André Silva und Kuku und Forsberg. Die ist für mich ein richtig Zehner ist, der sehr, sehr gut bewegt zwischen den Linien, der sehr, sehr gute tiefe Läufe hat, der einen sehr guten Schuss hat, auch der zweite Reihe und natürlich die zwei guten Leute da vorne sehr gut im Spiel einsetzt, mit zwei Außen, die auch sehr offensiv sind und hat man auch gesehen im letzten Spiel, die kommen über Außen, die kommen über Flanken, weil Silva ist sehr gefährlich in der Box, haben wir auch selber hier erlebt bei uns, der 28 Tore geschossen hat, ein Mann, der sehr gefährlich ist, aber wie wir das unterbinden können, dass nicht nur diese drei hinten, sondern die ganze Mannschaft, so wie wir letzt auch gemacht haben, kompakt stehen, gute Umschaltmomente haben, gut nach vorne spielen, gut über Außen mit beiden unseren Außen, die sehr, sehr gut spielen im Moment, auch natürlich auch mit Kamada und Lindström, hoffentlich ist er auch fit dann auch und dass der auch spielt, Boré mit seiner Torgefährlichkeit und natürlich die ganze Mannschaft muss die Leipzigern keinen Platz lassen, weil die durch die sehr schnell sind. Wenn die Platz haben, hat man auch gesehen. Wenn die ein Tor schießen, auch in Berlin hat man gesehen, dann kommen die in Rollen und dann wird es sehr, sehr gefährlich. Ich habe mal nachgeschaut. Leipzig schoss in den letzten 26 Bundesliga-Partien mindestens 3x6 Tore. Ist schon eine große Anzahl und natürlich viele Tore. Ich frage dich mal als Experte, meinst du, es macht eventuell Sinn, von einer Dreier- auf eine Viererkette umzustellen? Nein, das, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee wäre, weil unsere Mannschaft in den letzten Spielen
weil wir uns umgestellt haben, nicht nur jetzt letzten Spiele, sondern es ist ein paar Monate eher, und dass wir uns in den Dreierkette umgestellt haben und im vierten Mittelfeld und mit zwei Halben und einem vorne. Die zwei Außen fühlen sich sehr, sehr gut, auch rechts und links, Kostic auch. Jetzt kommt er auch immer in seinen, wie wir uns den Philipp kennen, die Dreier hinten mit Dika, Hinteregger und Tuta, die finden sich auch zusammen sehr, sehr gut, und von daher, wir müssen nicht nur an den Gegner richten, wir müssen unser Spiel auch durchziehen. Wir haben auch sehr, sehr gute Fußballer, wir haben auch sehr, sehr gute Leute, und deswegen, ich würde das nicht so sehen, dass wir uns jetzt plötzlich, weil die Leipzig so viele Tore geschossen hat, weil geht es nicht nur um die Abwehr, ich habe auch vorhin gesagt, es geht um die ganze Mannschaft. Wir müssen kompakt stehen, so wie wir immer das jetzt letztes gemacht haben, das keine Räume lassen, und dann ob Dreier oder Vierer hinten, aber die Mannschaft soll so bleiben mit diesem System, und dann werden wir auch erfolgreich sein. Wir werden erfolgreich sein. Was glaubst du denn, wie das Spiel ausgehen kann am Sonntag? Im Vergleich mit anderen Spielen, wo wir uns gut getippt haben gegen Bochum. Jetzt Leipzig ist ein ganz anderer Gegner, das ist ganz klar. Und wenn wir uns diese Dinge dann, was wir ansprechen, gut machen und dass wir uns auch dann zutrauen, auch nach vorne, mutig nach vorne spielen, wir uns auch auswärts sehr, sehr gut gemacht, auch in Berlin. Wir sind immer für ein Tor gut. Wir haben sehr gute Leute für offensiv, und ich tippe auf 1-1. 1-1. Wir sind zurzeit auch recht auswärtsstark, deswegen schauen wir mal, ob das am Ende dann auch ein Remis wird. Danke dir, Erwin, erstmal für deine Expertise. Dankeschön. Wir müssen nicht nur am Sonntag Haltung zeigen, sondern haben zuletzt auch beim Heimspiel hier im Deutsche Bank Park gegen den VfL Bochum gezeigt, wie wichtig es ist, Haltung zu zeigen. Eintracht Frankfurt macht als Botschafter der internationalen Wochen gegen Rassismus die Haltung sichtbar. Eine Haltung gegen Rassismus, Antisemitismus, Ausgrenzung und Fremdenhass, die auch am Sonntag beim Heimspiel gegen den VfL Bochum sichtbar gemacht wurde. Im Rahmen dessen stellten unsere Partner die Vermarktungsrechte für die Aktion zur Verfügung. Auch zuletzt setzte Eintracht Frankfurt ein Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Unter dem Hashtag Black Lives Matter, der beim DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayern München das Trikot zierte, erhält die in Amerika entstandene Bewegung gegen rassistisch motivierte Gewalt der People of Color volle Unterstützung. Auch beim Heimspiel gegen Wolfsburg trägt die Eintracht den Hashtag Platz für Vielfalt auf dem Trikot. Eine Aktion, die ebenfalls zeigt, dass Eintracht Frankfurt kein Rassismus oder Diskriminierung in jeglicher Form duldet. Am 19. Februar 2020 ermordete ein Rassist 9 unschuldige Menschen und Bürger der Stadt Hanau. Gegen das Vergessen und aus Überzeugung steht Eintracht Frankfurt Seite an Seite mit den Hinterbliebenen und unterstützt den Aufruf der von ihnen gegründeten Initiative. Say their names. Auch ihr könnt euch engagieren gegen Rassismus und für Vielfalt. Das war's wieder mit Im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed. Auf die 3 Punkte, Jungs, lasst uns den Auswärtssieg heimfahren. Das war's für heute. Hat Spaß gemacht. Mit Indeed, stolzer Hauptsponsor der Eintracht. Tschüssi!